Na, ja. Hi Leute, ich bin's, der Renton. Sorry für den miesen Schnitt. Der Typ, der uns zu Sektor 0 führen wollte, hat uns hinters Licht geführt. Wir spielen die Quest Die Retter. Und wir sind aber noch auf der markierten Route, gell? Das wollte ich mal hier anmerken. So ist nämlich nicht. Und ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Oh Gott. Ja, klar! Der Fuck. Okay, für den Fall equippe ich jetzt mal Schusswaffen. Einmal das Putzeleigewehr. Und irgendwo hatte ich doch noch die Pistole, oder? Ja. Und zwar mache ich das. So. Alter, die Brechstange, die ich da habe. Leck mich fett. So, nehmen wir zuerst mal die Pistole. Ah, fuck. Wie war denn das? So, genau. Überle Wie soll ich denn das überleben? Alter, wie soll denn das gehen? Raff ich gerade nicht so ganz. Ach, kann ich da hoch oder was? Nö. Bringt nichts. Ich bin jetzt runter, direkt links. Und versuche jetzt so gut es geht in Deckung zu bleiben. Unter Wasser. Ich hoffe mal, dass man hier durchkommt. Leider geht halt meine Luft so langsam auch aus. Deswegen, ich hoffe, dass ich hier irgendwo Luft. Geht das? Reicht. Okay, ich denke, das ist auch die Route, die man nehmen sollte. Sieht mal gut aus. So, und jetzt können wir von hinten aufräumen, ne? Das Licht ausmachen, das wäre nicht so schlau. Sneaky, sneaky. Kommt einer, höre ich. What the fuck? Fuck, 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 von allen Seiten. Ja, ein kleiner Trick, wie bei Call of Duty spielen. Über Kimme und Korn zielen, also einen rechten Stick reindrücken, wenn die Gegner in eurer Nähe sind. Zielt dann nämlich automatisch. Geil ist, dass er die Munition anscheinend automatisch aufnimmt. Alter, jetzt trifft er halt mal einen Scheiß. Naja, aber ich halte dich für tot. So. Und anscheinend hatte ich ja recht. Ob den letzten. Da, wo ist er?
beschissenes Aiming, aber dafür nichts getroffen. Ich wechsle mal auf die Pistole, sicherheitshalber. Gut, es gäbe ein paar neue Waffen, die ich aufsammeln könnte. Mache ich aber, glaube ich, wenn es wirklich soweit ist, wenn ich sie wirklich brauche. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier rauskommen aus dem Drecksloch. Es dürften ja halt Raims-Männer sein. Raim, Rais? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Guck mal, das sieht gut aus. Hat Licht aus. Ja, sieht doch relativ sicher aus. Ah ja, ich finde, was mir in Dying Light sehr gut gefällt, ist einfach der Geschwindigkeitswechsel. Ja, ihr habt so ein paar sneaky Sachen, dann Tag, Nacht. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ah ja, guck. Da bist du ja. Bracken, hörst du mich? Crane hier. Was gibt's, Kumpel? Sag allen, dass sie sich von den Rettern fernhalten sollen. Sie haben mich an Rais verraten. Mist. Rais. Alles klar? Kontaktiere Troy, sobald du an Sektor 0 ankommst. Sie ist die einzige Person dort, die dir helfen kann. Ja, das hatte ich vor. Drück mir die Daumen. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie in einem James Bond Spiel. Dying Light, Gebäude verlassen. Verdammte Retter. Wie sich herausgestellt hat, arbeiten diese durchtriebenen Bastarde mit Rais zusammen. Sie lauerten mir auf und ich schaffte es gerade eben, sie zu überwältigen. Soll mir eine Lehre sein, Leuten zu vertrauen. Dann wollen wir mal. Jade, Crane hier. Bist du da? Jade, ich bin's. Hörst du mich? Verdammt. Wie erwartet. Zeit für Plan B. Troy, Crane hier. Hörst du mich? Crane? Schön von dir zu hören. Wie kann ich dir helfen? Ich bin in der Gegend und hätte was mit dir zu besprechen. Wo kann ich dich finden? Du bist hier? In der Null? Wunderbar. Siehst du diese zwei Türme? Einer höher als der andere Baugerüste an beiden? Wir nennen es unser Loft. Geh dahin, wir warten dort auf dich. Alla hopp, dann gehen wir Richtung Loft. Achievement freigeschalten, ja. Hören Sie mich? Crane hier. Camden, hören Sie mich? Crane? Ja, ich höre Sie. Was ist los? Ich bin in Sektor 0. Ist Jade bei Ihnen? Nein, noch nicht. Da ich mich wegen Rais-Pflegern hier verschanzt habe, könnte es schwierig für Sie sein, mich zu erreichen. Apropos, Doktor, geht's Ihnen gut? Ich bin umzingelt, aber zumindest sicher. Kommen Sie her. Später. Zuerst muss ich Jade und Sarahs Forschungsdaten finden. Dann komme ich zu Ihnen. Verstanden. Ich werde warten, Crane. Die Stadt hat direkt ein komplett anderes Feeling, was mir sehr, sehr gut gefällt. Ich könnte jetzt hier noch so eine Mission starten, so eine Herausforderung. Ist es schön gemacht. Die Herausforderung starte ich aber anders. Weil ich doch jetzt gerne die Quest hier weitermachen würde. Das war Glück. Ich habe mir noch gedacht, schaffe ich es? Und ich habe es geschafft. Ach du Scheiße. Schaffe ich das? Ja, dürfte ich schaffen, oder?
war es aber noch nicht ganz, gell? What the fuck, das war keine Absicht. Aus Versehen aufs Fass geschossen. Ey, das gibt's nicht. Das gibt's ja nicht. Hauptsache Munition verschwenden. Und ich fang wieder direkt hier vorne an, ey. Ja, geil. So, ich werd aber... dieses Mal jetzt wirklich versuchen, hier durchzurennen. Wie genau das mit den Sicherheitszonen hier funktioniert, Insektor 0, keine Ahnung. Ich nehme mal an, genauso wie woanders auch. So, weißt du was? Ich spring hier drauf. Wenn das mal keine geile Abkürzung war. Ein bisschen höher, dann haben wir nämlich mehr Chancen. Was? So, ich könnte natürlich unterwegs jetzt die Dinger aufmachen und bla bla bla. Aber wie gesagt, ich will jetzt hauptsächlich einfach nur die Quest beenden. Aber wir sind schon in der nächsten drin, finde die Glut. Guck mal da. Jetzt gibt es wieder hässliche Klettertouren. Oh, das Dumme ist, wir müssen dann vermutlich jedes Mal so da hoch, oder? Hey, du bist Crane, oder? Ja, der bin ich. Ich bin Michael. Troy wartet im Loft auf dich. Gut, dich hier bei uns zu haben. Der ist echt gechillt da oben, ohne Witz. Der denkt sich, ja, ist das geil hier. Ach, guck mal, da geht's rein. Crane! Was eine Ehre. Ich bin Savvy, der Technik-Freak hier bei uns. Ich habe das Funkstörsignal beinahe durchbrochen. Hier, sprich mit Troy. Hallo, Kyle Crane. Schön, endlich mal das Gesicht zur Stimme zu sehen. Du suchst nach Jade Aldemir, oder? Ja, ja, hast du sie gesehen? Weißt du, wo sie ist? Jade, hier ist Troy. Hörst du mich? Was gibt's, Troy? Jade, ich bin's, Crane. Ich weiß, dass du zu Camptons Klinik willst, aber da sind Massen an Zombies. Und da ist Schläger. Ich komme und helfe dir. Crane, lass mich in Ruhe. Wenn ich deine Stimme höre, denke ich ständig an Rai. Bitte hör mir zu. Die Sache ist die. Der GRE hat mich angeheuert, okay? Ich sollte rausfinden, wem Reis die vertrauliche Datei geschickt hatte. Aber das ist jetzt egal, denn das Ministerium hat sich gemeldet. Jade, sie wollten die Stadt bombardieren, aber ich konnte sie überreden zu warten. Denn sie wollen die Forschungsdaten, die du hast. Wir müssen ihnen irgendwie mitteilen, dass wir die Daten haben. Du Bastard! Du verlogener Bastard! Jade! Verflucht. Crane. Jade war bei unserem letzten Kontakt in der Universität. Östlich von hier. Falls von deiner Geschichte auch nur ein Funken wahr ist, musst du sie finden. Puh, wir haben die Quest abgeschlossen. Hört sich alles sehr, sehr heftig an. Leute, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Sagt mir bitte Bescheid, ob ihr beim nächsten Mal direkt eine Nebenquest oder eine Hauptquest sehen wollt. Bis dann, ciao.